Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zum Spielestudio der Switch. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner, damit ihr das Interface ein bisschen besser seht. So. Heute spielen wir die Demo zu diesem Spiel hier. Und wie gestern versprochen, ab sofort mit dem Avatar. Ja, das Audio-Synchro, das ist noch nicht perfekt. Ich überarbeite das noch. Also ihr seht, dass er labert, aber er macht es nicht bedingt bei jedem Board. Nur wenn ich so richtig laut rede oder den Mund so weit aufreiße wie hier jetzt. So. Schön darüber geredet zu haben, dann lasst uns jetzt mit der Demo starten. Okay, um kurz zu erklären, wie das bei diesem Spiel überhaupt ablaufen soll. Also, es ist wieder Mario Maker vom Prinzip her. Und warum darf ich nicht springen, obwohl ich B drücke? Nein, du hast mich nicht erschreckt. Okay, Bob. Ich bin ein Bob und du bist ein Bob. Das passt doch. Ja, wie wäre es, wenn du mich springen lässt? Und der wäre? Ah, das ist noch gar nicht fertig. Weil hier können Spieler, wenn sie die Vollversion haben, meine ich, ihr eigenes Spiel kreieren. Also mit Physics und allem drum und dran. Also sie können das Spiel programmieren, sie können es gestalten und ja, das kann dann jeder spielen. Und jetzt darf ich das hier so gesehen auch mal testen. Ja, das ist unser geschätzter Kollege Bob. Wie famos dich hier zu sehen. Ich glaube, von der Seite sieht man das noch schlechter, wie ich rede. Oh, Duckchen. Juhu, Bob ist da! Ihr seid im Inneren des Spiels, Shining. Ich bin in der Matrix. Ja, ich frag mich das schon. Man nennt sie Knotixe. Denn in der Nintendo Switch-Konsole leben die verschiedensten Knotixe. Im Programmbildschirm hier kannst du diese Knotixe herbeirufen und miteinander verbinden. Und tada, auf diese Weise kannst du das Programm eines Spiels ändern. Ja, jetzt kann ich hier mein eigenes Spiel programmieren, wenn ich Lust habe. Wenn würde ich das Spiel aber eher so spielen, dass ich die Spieler, die in der Community sind, mal so ein bisschen anspielen würde. Das ist jetzt so gesehen mein Spielstudio, sagt er. Dann vervollständigen wir das Spiel mal, weil die B-Taste ist noch nicht zugeteilt. Ich starr immer so verdattert. Ja, das ist doch schon zu viel. Wir müssen nur sorgen, dass man mit B springen kann. So, hier kann ich das jetzt einstellen. Das mit das verbinden. Okay. Ich höre zu. Ich lese nur nicht mehr vor. Also ich kann mir das eigentlich auch richtig cool vorstellen, dass da richtige Fangames zum einen entstehen, aber auch eigene Spiele, die höchstwahrscheinlich interessant wären. Wie gesagt, müsste man alles gucken. So, jetzt muss ich das damit verbinden. Der B-Knopf ist verbunden. So, jetzt kann man hier zurück und tada, ich kann springen. Ich wollte das eigentlich schon letzte Woche anspielen, aber letzte Woche hatte die Nintendo-Reihe, beziehungsweise die Switch hauptsächlich, ein Problem
Nämlich gab es ein neues Update und das Update hatte irgendwie einen Bug ausgelöst, dass niemand mehr was downloaden konnte. Und erst seit kurzem geht das wieder. Ja, durch ein klein bisschen Programmierung habe ich dieses Spiel jetzt fertiggestellt. Ich fand das eigentlich höchst interessant. So funktionieren Spieleprogrammierung, Leute. Nein, in mir steckt kein Talent. Da irrst du dich. Interaktive Lektion mit niemand geringeren als deinem neuen Freund Bob. Soll ich jetzt wirklich ein eigenes Spiel kreieren? Ich denke, in der Demo können wir nicht Spiele von anderen antesten, aber wir können ja zumindest lernen, wie das Spiel generell aufgebaut ist. Ja, ich bin schon gespannt, was bei mir für ein Dünnpfiff rauskommt. Je nachdem, wie lange ich dafür brauche, schneide ich das auch ein bisschen weiter zusammen. Wir werden insgesamt 7 Spiele erstellen. Nebenbei, den Karal kann man sich auch so zusammenbasteln, wie man möchte. In der Vollversion, soweit ich das gesehen habe. Irgendwie guckt mein Karal immer ein bisschen böse, das muss ich umändern. So, es gibt ein Fangspiel, es gibt ein Kullerkugelspiel. Dann so ein Alien-Spiel. Also das sind hauptsächlich die, die man jetzt auch in der Beschreibung gesehen hat. Risikoparcours, das werde ich schon mal nicht schaffen. Ein Rätselspiel. Also ihr seht die Möglichkeiten, die hier existieren. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir das ganze Spiel holen will. Aber erstmal die Demo und gucken, wie das ankommt. Ja, ich weiß, dein Name ist Bob. Dein Name ist das, was ich von Person bin. Shining, warte mal kurz. Alice, okay. Okay, ich höre dir zu. Nee, Bob ist auch blau und du bist pink. Doch, ich habe das umprogrammiert und dadurch ging's. Okay. Ich schaue beim ersten Kontrollpunkt vorbei. So, ich muss das jetzt nacheinander machen. Da hat sich noch eine Einleitung reingeschlichen. Das Männchen springen lassen. Schön, dass du gekommen bist, Shining. Nur falls du es vergessen hast, ich bin Alice. Und das hier ist ein Kontrollpunkt. Der Gedanke dahinter ist, dich Rätsel lösen zu lassen, um zu testen, ob du bestimmte Programmieraspekte wirklich begriffen hast. Und es ist vielleicht etwas zu viel verlangt, dich urplötzlich mit Rätsel zu konfrontieren. Aber nun, wir werden ja sehen. Ja, ich freue mich schon. So. Ja, Alice erklärt's. Da finde ich Tipps, wie man mit Notix und Spiele programmieren kann. Ich würde jetzt aber eigentlich gerne mal zum Hauptspiel gehen, statt hier die ewig langen Erklärungen zu lesen. Ich schaue in die Grundlagen. So, ich habe hier ein Männchen. Den soll ich jetzt programmieren. Das ist der sogenannte Spielbildschirm. Wie man vermuten kann, findet hier das Spiel statt. Hier haben wir ein Männchen. Drück doch mal B. Springen kann der schon. Ich finde das also auch gut. So hat man mal so ein bisschen Einblick in das tägliche Leben eines Programmierers. So, ich soll hier wieder reingucken. Und hier sehen wir jetzt, was dem schon einprogrammiert wurde.
Ja, ich bin Shining. Auf gutes Knopf gedrücke. Ja, dass das der Programmierbildschirm ist, das habe ich gerade eben schon begriffen. Ja. Jeder von denen hat eine ganz eigene Funktion, wie zum Beispiel, dass ich die den Knöpfen zuteile, dass ich denen bestimmte Physics gebe, etc., etc. Ja, das Männchen Nautix macht, dass ich einen Charakter überhaupt habe. Ja, ich weiß eure Arbeit sehr zu schätzen. Keine Sorge. Okay. Okay, wenn ich das verschiebe, dann würde das Männchen woanders stehen. Also wenn ich ihn jetzt nach links verschiebe, nach rechts, dann steht er weiter rechts. So, jetzt muss ich hier wieder zurück. Und tada, er steht weiter rechts. Ja. Ja, jetzt weiß ich ja, dass ich ihn verschieben kann. Dann hat man da mehr Platz. Okay. Jetzt den Zeiger hier außerhalb des sichtbaren Bereichs. So kann ich im Programmierbereich verschieben. So, so kann ich zoomen. Ja, jetzt ist wieder reingezoomt. Ja, weil ich das mit Springen verbunden habe, den Knopf. Ja, diese Linie hier präsentiert die Verbindung. Der passt dann auf, ob jemand B drückt. Also, die reden nicht in Wirklichkeit. Die Erklärung kann ich mir eigentlich schenken. Ja, da steht Springen. Ich habe B mit Springen verbunden. B ist mit Springen verbunden über diesen Port. Ich kann die in Verbindung jetzt auch hier kappen. Wenn ich jetzt B drücke, dann sprengt er halt nicht. Weil die Verbindung gekappt wurde. Ich springe hier einfach mal zu einem Punkt, wo was Neues passiert. So, Leute. Jetzt hier habe ich endlich mal den Job. Jetzt bin ich bei dem Rätsel. Ja, jetzt muss ich gucken, ob ich das den Apfel einsammeln kann. Ja, der Nautix ist offenbar noch nicht verbunden. Darf ich das jetzt machen? In den Rätseln kann man nie alles beliebig ändern. Okay. Hier darf ich nur eine Verbindung herstellen. Ich will eh D mit Springen verbinden. Mehr will ich nicht. Hör auf, mir 10 Jahre einen vom Weg zu labern. Weiß, wie das geht. So, fertig. Was war daran jetzt so schwer? Wirklich, ich rede 10 Jahre um den heißen Brei herum. Ich drücke jetzt einfach durch. So, und jetzt würde ich gerne mit dem ersten Spiel starten. Wirklich, die hat mir 10 Minuten jetzt hier einen weggelabert über Sachen, die mir der erste schon hier beigebracht hat. So, Spielsteuerung. Da ist wieder Bob.
Ja, du bist Bob, du stehst mir zur Seite. So, und das ist mein Ziel. Ich muss den anderen Dude fangen. Leicht zu verstehen. Der erzählt es mir zwar, glaube ich, trotzdem 20 Mal. Aber wir haben es noch nicht programmiert. So, und jetzt muss ich das ganze Spiel programmieren. So, hier füge ich jetzt Nautix hinzu. So, zuallererst brauchen wir eine Spielfigur. Gehe jetzt auf Objekt und kann eine Figur hinzufügen. So, jetzt haben wir ein Männchen. So, jetzt beginnen wir mit dem Programmieren. Das Männchen Nautix ist ja einfach nur da, dass wir einen Spielkameraden haben. So, jetzt haben wir unseren Männchen, aber kein Spiel. So. Ja, ist nicht verbunden, ne? So, jetzt müssen wir hier in der Lage machen, dass es sich bewegen kann. Den Stick Nautix finden wir unter Eingabe. Das hätte ich aber eigentlich auch selbst hinbekommen. So, links und rechts. Jetzt haben wir einen Stick Nautix. Der ist gleich dafür zuständig, dass wir uns nach links und rechts bewegen können. Ich drücke jetzt einfach durch, weil die 10 Jahre einen vom Weglabern. Also klar, ihr müsst auch denken, das Spiel ist auch so konzipiert, dass es auch für Kinder gedacht ist, dass die nicht so Probleme haben. So, jetzt kann ich mich nach links und rechts bewegen. Tschüss. Ich bin weg. So, jetzt muss ich ihm Springen reinprogrammieren. Auch dafür gehen wir wieder unter Eingabe. Und fügen einen Knopf hinzu. Haben wir einen Knopf, Nautix. Ja, den kennen wir schon. Den packen wir jetzt da unten ins Eck. Verbinden das mit Springen und tada! Dann kann er springen. Tschüss! Aber kriege ich das so hin, dass man nur den Schatten sieht? Ja! So, das war Schritt 1. Aber da fehlt natürlich noch viel mehr. Also ihr seht, dass man da sehr, sehr viel basteln kann. Böden und Wände kann man dann programmieren. Generell das gesamte Spiel. Halt all das kann man in dem Spiel selber konstruieren. Man muss dann natürlich auch sehr viel Zeit und Liebe reinstecken, dass das auch wirklich was wird. Das ist ja wohl klar. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das eine schöne Idee. Je nachdem, wie das bei euch ankommt, spiele ich das Spiel vielleicht auch mal in der Vollversion. Und dann würde ich sagen, dass es das hier für heute war. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!